Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen auf der sogenannten Rollbahn der Strecke zwischen Münster und Bremen. Und das heute mit der Baureihe 145. Batterie einschalten. Hier die Fernsehleitung an 40538, bitte kommen. Zugbeeinflussung. 40538 hört. Kochst du schon oder lebst du noch? Zugbeeinflussung. Nee, ich brate. Zugbeeinflussung. Na, seid beruhigt. Bei uns in der Leitstelle ist es auch nicht viel kälter. Reiß einfach mal die Fenster weit auf. Die heiße Ware muss nach Bremen. Vor dir geht gleich 22.16 auf die Strecke. Danach bist du dran. Allerdings wirst du später vom Regionalexpress überholt. Schauen wir mal wo. Alles klar. Was ist das denn für heiße Ware? Das ist ganz heiße Ware. Autokarosserien, die zur Weiterverarbeitung konstruiert werden. Das Blech dürfte jetzt in den Wagenkorridor heiß sein. Ach so, okay. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte bei heiße Ware schon an irgendetwas anderes. Nein, nein, der Zug mit kolumbianischer Seite steht noch in Amsterdam. Nicht dein Ernst, oder? Natürlich nicht. Das war ein Witz. Zugegeben ein ganz schlechter. Bei der Hitze kannst du von mir auch keine guten Witze erwarten. Sorry. Zum Glück halten sich die Klimaanlagenausfälle in den Zügen noch in Grenzen. Dafür wird es langsam eng mit dem Mineralwasser fürs Bistro. Nun gut, dann mal gute Fahrt. Gut, und zum Glück habe ich ja kein Bistro und keine Fahrgäste. Ja doch, ich habe schon Fahrgäste. Und ja, die Batterie war in der Lokomotive doch schon eingeschaltet. Ja, Autokarosserien sind es heute, die wir transportieren werden. Mit der Baureihe 145 sind wir unterwegs auf der Strecke zwischen Münster und Bremen. Die Ausfahrt ist auch schon genehmigt. Wir dürfen ja langsam raus und dann trotzdem noch Halt erwarten. Und das werden wir jetzt auch tun. Bremse wird gelöst. Lokbremse in dem Fall. Und dann Leistung aufschalten. Die AFB schnappen wir uns erst dann, wenn wir Geschwindigkeit aufgenommen haben. Ansonsten ist die Zeitverzögerung zu groß. So. Die Fenster habe ich wie gewünscht aufgerissen. Denn, ja, wirklich, es sind Temperaturen aktuell. Da kann man echt nur die Fenster aufmachen. Oder natürlich in der wunderschönen Lokomotive auch die Klimaanlage aufdrehen. Dabei besteht auch immer die Gefahr, dass man sich eine Erkältung wegholt. Und um das nicht zu riskieren, hier lieber an der Stelle die Fenster auf. Ist auch ein bisschen schonender für die Umwelt, wenn wir nicht so viel Energie verbrauchen. Ja, die AFB finden wir dann hier unten. Direkt neben unserer Klimaanlage. Ach, die könnten wir heute wirklich gebrauchen. Beziehungsweise ich hier auch, ja, während der Aufnahme. Aber na gut. Langsam aus dem Güterbahnhof raus. Und aus dem Abstellgleis. So, Weiterfahrt dann sicherlich mit 40. Mal gucken, was in unserem Fahrplan gleich drin steht. Jo, 40. Und natürlich die Wachsamkeitstaste drücken. Sollte man nicht vergessen, sonst steht man ganz schnell. An der Stelle Weiterfahrt zu erwarten. Allerdings langsam. So, Leistung runter auf 0. 40 schön einhalten. Und jetzt können wir uns auch an der Stelle die AFB hinzuschalten. Dazu den AFB-Hebel ganz nach vorne durchlegen. Die Leistung auf 0. Und dann warten, bis der Mann in der Maschine fertig gesprochen hat. Dann kommen wir zurück auf 40. Und dann hält das die Maschine. Leistung voll reinlegen. Natürlich langsam aufschalten. So. Ach ja, die AFB, die erleichtert einem schon einiges. Das ist ein Segen. So, für uns geht es heute Richtung Bremen, 120 Kilometer.
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Zugart M. Mit 60 darf gefahren werden. Leistung kann angehoben werden. Und das macht die 145 auch ganz tapfer. Ja, die 145 hauptsächlich im Güterverkehr anzutreffen, wie auch in unserem Fall, ist aber auch durchaus geeignet für Personenzüge, wobei ich behaupten würde, dass man da lieber auch Reihe 146 ja, eher antrifft. Die Wahrscheinlichkeit ist größer. Die 145 ist auch ja, wirklich oftmals bei DB Cargo beheimatet, wenn nicht sogar nur. Wir haben ganz normal auch eine Türsteuerung dabei. Das sehen wir hier drüben nochmal. Macht jetzt an der Stelle keinen Unterschied, weil ja, Güterwagen hinten dran hängen. Aber das ist heute hier wirklich starke Hitze. Nicht nur im Simulator, auch vor dem Bildschirm. Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir ist, aber ja, ich darf mich hier mit ca. 39 Grad halb zu Tode schützen. Aber was würden wir machen ohne den Sommer? Sonst hätten wir ja nur Winter. So, wir schauen uns mal die Wagen an. Autokarosserien sollen da hinten drin sein. Es sind Wagen vom Typ HCC RRSS. We move cars with care. Okay. CR. Ziemlich alte Wagen schon. Da wurde viel dran umgeflickt. Na gut. So, Höchstgeschwindigkeit 100. Wird vorgewählt. Und dann beschleunigt. Ach, wie schön man jetzt hier 150 hätte fahren dürfen auf der Rollbahn. Aber naja, das ist dann wohl doch den Personenzügen vorbehalten. Oder den ganz schnellen Güterzügen. Aber davon fahren ja in Deutschland nicht so viele rum. Und da gibt es wirklich nur Ausnahmen, die tatsächlich so schnell fahren. Aber die normalen Güterzüge, oder die gängigen Güterzüge, sage ich mal, haben so ein Geschwindigkeitsprofil zwischen 80 und, ja, wenn es gut läuft, 120 km pro Stunde. 140 ist schon sehr selten. Und natürlich, klar, gibt auch Züge, die fahren viel langsamer, aber das sind auch eher Ausnahmen. Wobei, gut, es gibt einige Tankzüge, da hast du so 80, 90. Ja, eine Regel so um die 100, 120. Und in Barnsdorf müssen wir dann scheinbar nochmal aufs Ausweichgleis. Da geht es für uns runter von der Hauptstrecke. Da stehen sicherlich einige Zugüberholungen an. Denn die Rollbahn Münster-Bremen ist ja wirklich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Oder naja, eine Ausbaustrecke. Sagen wir es mal so. Mit ziemlich hohen Geschwindigkeiten. Viele ICEs, viele Regionalzüge. Aber auch Fernzüge. Die kreuzen hier die Fahrbahn. Ich frage mich schon, wann die LZB kommen wird. Weil aktuell ist hier noch alles PZB gesichert. Wir werden noch einige Abschnitte haben auf der Rollbahn, wo dann wieder das Zugsicherungssystem wechseln wird. Also von PZB zu LZB und umgekehrt. Da kommt schon 101er. Guten Tag an den Kollegen per Lichthupe. Einmal auf- und abblenden. So, die 110 als Ankündigung stören uns auch nicht. Ich glaube, das wird heute eine sehr entspannte Fahrt. Mal abgesehen von der Hitze.
können auch mal ganz kurz die Fenster hochmachen. Ist jetzt erstmal kühl genug im Führerstand. Dann wird es auch ein bisschen leiser. Alle Signale auf grün. Wunderbar. Also die 145 zu fahren, macht mir persönlich immer wieder extrem viel Spaß. Wir haben einfach den Vorteil, die Lokomotive ist wirklich qualitativ auf einem hochwertigen Niveau, was den Simulator angeht. Hier drin ist so gut wie fast alles bedienbar, was jetzt gerade hier im Sichtbereich drin ist. Auch der Führerstand ist ja eigentlich voll ausmodelliert. Hier hinten das Rückpanel, auch fast vollumfänglich bedienbar. Dort hinten ist die LZB einzustellen, die Batterie, die Federspeicherbremse. Ob die Sifa jetzt mal hinten dran klemmt, weiß ich nicht. Müssen wir uns jetzt mal schnell umdrehen und nachschauen, aber ich glaube nicht. Nee, Batterie haben wir dran, Stromabnehmer, Bremsart, Batterie prüfen, wobei, ist es bedienbar? Nein. Ich muss mal ein bisschen nach vorne schauen, ist gerade keine LZB-Überwachung. Aber ja. Sehr viel zu bedienen in der Lokomotive, wie man das eigentlich von Virtual Railroads kennt. Die Baureihe 145 wird zur Strecke mitgeliefert. Die Strecke Münster-Bremen selbst ist erhältlich bei Aerosoft sowie bei der JTG. Die Lokomotiven, die hier heute zu sehen sind, unter anderem die Baureihe 101, ebenfalls von Virtual Railroads, das aktuelle Fahrzeug hier ebenfalls. Wird aber wie gesagt zur Strecke mitgeliefert, die 101 jedoch muss käuflich erworben werden. Weitere Zusatzinhalte hier im Szenario, das Wagenpaket vom 3D-Zug. Wer sich dafür interessiert, auf der 3D-Zug-Webseite nachschauen. Das Szenario selbst auch bei 3D-Zug erhältlich, ebenfalls auf der Webseite von 3D-Zug käuflich erwerblich. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Szenario? Szenario Pack, Hitzewelle. Einige Szenarien enthalten, ich glaube, über 8 Stunden Fahrspaß insgesamt auf der Strecke Münster-Bremen. Schön durchgemischt, Güterverkehr als auch Personenverkehr. Und alles mit dem Hintergrund hohe Temperaturen. Boah, 110 darf hier gefahren werden. Im tiefen Wald. So, einmal raus mit der Kamera. Signal ist auch auf grün, wunderbar. Und das Hauptsignal ebenfalls. Oh, was für eine Landschaft. Wald, Wald, Wald. Soweit das Auge reicht. Ich bin immer so der Meinung, der Abschnitt hier, wo man wirklich nur so die Natur spürt, ist eigentlich der schönste Abschnitt auf der Rollbahn. Nachher geht es dann wieder vermehrt durchs Stadtgebiet oder durch Stadtgebiete. Zivilisation. Aber hier draußen so schön abgeschieden. In der Natur. Hin und wieder der Kollege im Gegenzug. Hinten dran schöne große Güterwagen. Vom Typ EMS oder EAS wahrscheinlich. Beladen mit Kohle oder Schotter. Randvoll. Die Wagen fahren sich dann auch immer ziemlich schwierig. Bei voller Beladung, das ist schon immer eine Herausforderung. Aber auf Steilstrecken macht es mit denen am meisten Spaß. Da darf man schön aufpassen. Da bringt dann die AFB auch nicht mehr so viel. Da heißt es wirklich dann manuell eingreifen. Weil hier im Simulator zumindest
bremst die AFB meistens wirklich nur mit der E-Bremse. Gelegentlich wird Luftdruckbremse auch mit dazu geschalten, aber es ist eben häufig nur so, dass sie die E-Bremse kontrolliert. Macht auch mehr Spaß, wenn man so einen schweren Güterzug ohne AFB fährt. Wird in der Regel auch bei der echten Bahn auch meistens so gemacht. AFB wird tatsächlich meistens nur bei Personenzügen vollumfänglich genutzt. Und ich sag mal so, bei Güterzügen eher als so eine Art Tempomat, um die Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen. Aber nicht, um damit aktiv runter oder hoch zu bremsen. Runter zu bremsen. Hochbremsen geht nicht. Wäre cool, wenn es ginge. Nee, aber auch zum Beschleunigen eher nicht. In der Regel dann AFB nochmal raus, manuell beschleunigen und dann AFB wieder rein, sobald die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist. Aber alles andere, nee. Lieber ohne AFB. Ja, kurze Führerstandsdurchsicht. Hier auf der rechten Seite Makrofon. Also typisches Horn, wie man es kennt. Dann die Türsteuerung daneben zum Türen schließen. Lokbremse, Führerbremsventil mit E-Bremse. Wir haben hier drüben einen Anzeiger fürs Fernlicht. Können wir hier mal ganz kurz ausprobieren. Einfach nach vorne schalten und dann sieht man, leuchtet das hier so ganz leicht auf. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, aber einen leichten Unterschied kann man wahrnehmen. Führerraumbeleuchtung haben wir hier. Die Beleuchtung für die Anzeigen im Führerstand, die sogenannte Instrumentenbeleuchtung. Wir haben die Beleuchtung draußen. Ne? Jetzt hier volle Strahler, also Fernlicht mit dazu. Und dann das typische Dreispitzen Lichtsignal. Bremsen lösen. Hat im Grunde genommen genau dieselbe Funktion wie hier drüben das Führerbremsventil. Jedoch können wir hier einfach kurz dagegen tasten, dann löst die Lokomotive automatisch im Zug die Bremsen. Ja, Sand, ganz wichtig. Wenn die Schiene glatt ist oder wir ziemlich hohe Abbremsungen durchführen mit ziemlich viel Bremskraft, dann sorgt der Sand teilweise für eine bessere Haftung zwischen Rad und Schiene. Ja gut, Zugbeleuchtung spielt an der Stelle jetzt hier keine Rolle, ist auch nicht im Simulationsumfang enthalten. Ja, weiter geht's. Die Türfreigabe zum Einstellen, auf welche Seite die Türen freigegeben werden sollen. Natürlich auch wieder nur von Interesse bei Personenzügen. Als Beispiel beim Doppelstock können wir halt einstellen, Türen rechts, Türen links, Türen auf beiden Seiten oder natürlich verriegeln. Also der Zustand, wenn der Zug sich dann in Bewegung befindet. Ganz klar, der Fahrschalter zum Leistung aufschalten. Ja, der Ultranormalverbraucher würde sagen, zum Gas geben, wenn man es aus dem Auto kennt. Unsere AFB, der typische Geschwindigkeitsbegrenzer, um das mal einfach zu halten. Fahrtrichtungswende zum Auswählen, ob vorwärts oder rückwärts oder neutral. So, die LZB greift, wunderbar. Der Hauptschalter, das ist quasi, ich sag mal, der Schalter, mit dem wir die Lokomotive gänzlich in Betrieb nehmen können, wo wir die technischen Systeme aktivieren können, die Lokomotive mehr oder weniger damit einschalten. Der Strommagnet ist direkt daneben. Ich glaube, für was der ist, brauche ich wirklich nicht zu erklären. Da gibt es die Spannung. Die PZB, darüber kann man ein Video an sich machen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit ausschweifen, wenn ich darauf jetzt noch eingehen würde. Kurz gesagt, die Zugsicherung ist dazu da, damit wir keine halbseitigen Signale überfahren. Und
wir immer am Ball bleiben. Daneben nochmal die Lüfter, der Luftpresse. Jo, das sind so die grundlegenden Elemente, die wir im Führerstand zur Verfügung haben. Zugfunk, um mit der Fahrdienstleitung telefonieren zu können. Dann typisches MFD-Display, alles mögliche an Anzeigen, was wir über die Lokomotive brauchen. Fahrzeugzustand, aktuelle Spannung, aktuelle Stromstärke. Wirklich alles, was mit der Lokomotive zu tun hat, ist darin eigentlich auslesbar. Die Traktion, aktuelle Leistung oder Bremskraft, Höchstgeschwindigkeit, LZB, PZB nochmal, da drüben sämtliche Steuerstörungs- und Benachrichtigungsleuchtmelder, SIFA und so weiter, Türen, Notbremse, all die Leuchtmelder finden wir hier vor. Unser elektronischer Buchfahrplan, die Anzeigen für den Bremsdruck und jo, das war's eigentlich. Alles weitere gibt's dann nochmal in einer separaten Folge, wenn man wirklich auf diese Lokomotive intensiv eingehen möchte. Da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, aber hier so für unsere Fahrten reicht das. Ja, auf der LZB können wir nochmal ganz kurz eingehen. Wir haben hier eine Entfernungsangabe, wo wir quasi sehen, wie weit wir freie Fahrt haben. Aktuell sind das die nächsten 7000 Meter. Und ja, das mit einer Geschwindigkeit von 140 km pro Stunde. Die 140 rühren daher, weil die Lokomotive nicht schneller fahren darf. Wir finden die Höchstgeschwindigkeit auf... Nein, wir finden sie nicht nochmal an der Außenseite der Lokomotive. Aber die Wagen sind in ihrer Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Und ja, im beladenen Zustand heute eben auf 100. Ein Blocksignal nach dem anderen. Fernsprecher nochmal im Gegengleis. Ich sag's doch, eine schöne, ruhige Fahrt. Setzen wir uns mal auf die Schiene drauf mit der Kamera. Das machen wir natürlich in echt nicht. Das können wir nur im Simulator. Oh, die ganzen Achsen. Wie lang ist der Zug eigentlich? Sehr lang, okay. Kommt er, unser bunter Wurm. Und vorne drin, da sitzen wir. So, wir wollen aber im Führerstand mitfahren, nicht in der Außenperspektive, denn das ist natürlich der beste Platz im Zug. Die Türe können wir auch mal aufmachen. Alles schön grün. Aber so lange, wie das nicht mehr geregnet hat, wird es ein bisschen kritisch, wenn die ganze Natur so austrocknet. Auch das Getreide und alles andere, was draußen wächst, braucht Wasser. Sonst haben wir ein Problem. Gerade solche langen Dürreperioden ist nicht wirklich hilfreich für die Wirtschaft.
hauptsächlich natürlich bezogen auf die Landwirtschaft. Versteht sich aber von selbst. So, Spannung und Oberstrom, 745 Kilowattstunden haben wir schon verbraucht. Und null zurückgespeist. Spätestens bei unserer ersten Abbremsung gehen wir da bestimmt so auf ungefähr 100 Kilowattstunden, würde ich behaupten. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe es ehrlich gesagt lieber, wenn im Führerstand ziemlich viel los ist, beziehungsweise auf der Strecke, als dass es so Fahrten sind, die wirklich die ganze Zeit durch die grüne Welle führen. Einfach dahingegen, weil man ja mehr zu tun hat und man hat irgendwo mehr Beschäftigung. Ich meine, klar, das Fahren so in dem Zustand unglaublich angenehm. Da kann ich mich extrem zurücklehnen. Hin und wieder auf die Signaltafeln schauen. Die Signale sind sowieso, ja, in dem Fall eher zweitrangig. Die LZB geht im Normalfall vor. Den Kollegen schnell begrüßt, wieder per Lichthupe. Und nochmal schnell mit dem Makrofon. Hier geht es wieder in den Ausweichgleis. Mich wundert nur, dass die alle gerade leer sind. Ach nein, das ist ein Haltepunkt, okay. In welchem Bahnhof sind wir denn jetzt? Das möchte ich wissen. Wir sind im Bahnhof von Lemförde. Ach, schön. Klein, aber fein, der Bahnhof. Steht eigentlich in unseren Zugpapieren drin, was für ein Gewicht wir heute haben? Nee, leider nicht. Aber irgendwas stimmt hier gerade nicht. Die LZB hat irgendein Problem gerade. Jetzt hat sie wieder auf 100 runtergeschalten. Das war jetzt sehr komisch gerade. Als ob es gerade einen kleinen Ausfall gab. Aber es scheint alles weiter zu laufen. Wir haben auch keine Meldung bekommen, dass irgendein Problem vorliegt. Polizeiauto ist gerade irgendwo im Hintergrund zu hören. Ganz leise. Und dann geht man wieder volle Leistung. Keine Ahnung, woran das jetzt lag. Ich vermute einfach, das waren kleiner Fehler im Train-Simulator. Sonst haben wir tatsächlich öfters mal. So, da kommt 151. Von Railion würde ich behaupten. Tada! Schöne Güterwagen dran, Container oben drauf. Evergreen, die trifft man auch überall, überall an. Hamburg Süd. Die bekannten Container-Unternehmen, sag ich mal. Ich find's auch so krass, was man
oder für was für hochwertige Vegetation man sich hier entschieden hat. Rechts und links am Streckenrand wirklich überall Bäume, die ja, wirklich nahezu bis ins letzte Detail austexturiert wurden. Hier die Fahrgastleitung an 4055. Jo, wir sind da. Hier die Fahrgastleitung an 4358. 4358, bitte kommen. Ja, ich höre. Hallo? Bitte kommen. Okay, möchte nicht antworten. 40538 hört. Na Gott sei Dank. Ich dachte, du bist geschmolzen. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass du vom Regionalexpress in Barnsdorf überholst wirst. Rechne dort mit Wartezeit und der Ausweiche. Bis Bremen hast du dann den Zug vor dir. In Bremen wirst du in der Bahnhofshalle ab Durchfahrtsgleis abgelöst. Schön Warnweste anziehen und beim Bremsen starkes Quietschen vermeiden. Ja, wie soll ich denn da bitte Quietschen vermeiden? Das weiß ich nicht, wie. Du bist doch der Triebfahrzeugführer. Na genau, E-Bremse reinhauen oder was? Und Lokbremse anziehen. Der Rest drückt nach, oder wie? Nee, das geht nicht. Und ölen können wir die auch nicht. Das quietscht trotzdem. Beziehungsweise ölen sollten wir sie nicht. Jedenfalls nicht an der Stelle, wo das Quietschen entsteht. Sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Ja, aber da hatten wir gerade mal eine schöne Funkstörung mit drin. Da hat uns der Fahrdienstleiter doch tatsächlich nicht hören können. Aber irgendwie spinnt heute alles, habe ich so das Gefühl. Liegt wahrscheinlich an der Hitze. Die LZB macht ihr Ding, der Fahrdienstleiter hört uns nicht. Der möchte, dass wir es bremsen, quietschen, vermeiden. Was kommt als nächstes? Sollen wir ein UFO landen oder was? Schön auf grün. Ja, bis wir dann raus müssen aufs Abstellgleis. Und der Regionalzug vor uns sein wird. Mal gucken, wie das dann wird. Ich gehe davon aus, dass es dann heißt für uns Stop and Go. Also, die Tiere sollen schön vom Gleis wegbleiben. Ein paar Rehe. Und sie bewegen sich sogar. Schön. Ein Systemausfall hier nach dem anderen, habe ich das Gefühl. Die nächsten 7 Kilometer alles noch entspannt. Aber es wird gleich losgehen, ne? Ach nee, 20 Kilometer noch. Das ist ja noch ein ganzer Sprung. Aber Hitze pur. Wirklich. Was anderes fällt mir heute echt nicht ein. Da könntest du meinetwegen einen Spiegel einnehmen und das auf dem Gehweg braten, so warm wie das heute ist. Mal abgesehen davon, dass es unhygienisch wäre, aber zweitrangig. Und meinetwegen stellst du ein Auto draußen hinten in die pralle Sonne, legst das Ei oben drauf und dann schmilzt das von selbst weg. Da löst sich wahrscheinlich sogar die Schale auf. Brauchst du gar nicht machen, so warm wie das heute ist. Und
dann schaufelt der Computer hier noch die warme Luft hinten raus. Die Grafikkarte breit das Ganze hier schön. Bei der muss ich sowieso mal sehen, dass wir in naher Zukunft wieder upgraden. Die FPS-Zahlen gehen mir langsam runter, aber die Anforderungen steigen im Train Simulator auch von Strecke zu Strecke, habe ich so das Gefühl. Ich finde es gut, aber die Grafik wird immer schöner. Immer schönere Büsche und Vegetationsobjekte. Auch die Gebäude werden immer detailgenauer. Die Fahrzeuge natürlich auch. Wobei die ja aktuell, ja, ich sag mal, bei namhaften Herstellern eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Level sind. Wirklich, was die grafische Ausgestaltung angeht, kann man eigentlich, bezogen auf die Detailgenauigkeit, wirklich nicht mehr meckern. Da sind so viele kleine Details dran, die hat man vor Jahren an den anderen Lokomotiven noch nicht sehen können. Die Wagen werden auch immer besser und ja, verbrauchen natürlich auch immer mehr Grafikspeicher. Gehört auch mal dazu. Aber ja, ich will mal zusehen, dass man da in naher Zukunft von der Grafikhardware ein Update durchführen könnte. Vielleicht auch mal bald einen neuen Prozessor, müssen wir schauen. Je nachdem, wo eben die Größen sind, an denen es hapert. Man darf auch nicht verwechseln bei der Videoqualität. Vieles wird eben von YouTube, ich sag mal, runterskaliert. Sprich, das Video, wie ich es hochlade, ist meistens in einem, eigentlich immer in einem viel besseren Zustand, als es dann bei YouTube der Fall ist. Wir hatten ja schon mal einen Testlauf gemacht mit 4K. Sah richtig gut aus, geht aber leider nur auf manchen Strecken. Aktuell nur auf älteren Strecken, wo halt nicht so viel Grafikleistung verwendet wird, weil die Grafikkarte ist aktuell oder dauerhaft hier bei einer Auslastung von 100% und die FPS schwanken hier schon so im Bereich zwischen 50 und 60. 60 ist natürlich gut, aber wenn wir jetzt schon hier in Full HD oder WQHD ist es hier schon bei 50, 60 rumtorkeln, dann können wir das Ganze bei 4K natürlich nicht verlangen. Unterschied sehen wir dann erst, wenn wir wirklich eine andere Grafikkarte haben. Aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik. Das ist eine schöne Hütte. Guten Tag an den Kollegen, oder in dem Fall die Kollegin. Sieht man auch sehr gut. Leider nicht so oft. Ich kann auch immer die Mini-Vorsignal warten. Ich finde es immer witzig, wenn die so klein geschrumpft werden. Durchgängig blauer Himmel. Da ist kein Platz für Wolken. Nicht bei dem Sonnenschein. Wie spät haben wir es denn eigentlich im Simulator? Wahrscheinlich 13 Uhr oder so. Die Sonne ist am Höchststand. Ja, 14 Uhr. War ich doch ganz gut. Da spricht der Buschmann in mir. Nee, aber ich finde es wirklich sehr interessant, wie teilweise manche Naturvölker oder Personen, die sich einfach ja, viel in der Natur aufhalten und extrem stark auch mit Natur auseinandersetzen, wie die teilweise am Sonnenstand die aktuelle Uhrzeit ablesen könnten. Einfach an dem Winkel, in dem die Sonne halt auf die Erde einstrahlt. So nach dem Motto, die nehmen einen Stock, stecken den in den Boden und je nachdem, wie sich halt der Schatten verändert, wird dann
die Uhrzeit anhand einer sehr rudimentären Sonnenuhr bestimmt. Innerhalb von wenigen Minuten geht das. Oder manche gucken einfach nur die Sonne an und wissen dann schon, wie spät es ist. Das ist so eine krasse Eigenschaft, finde ich. Klar. Wenn es bewölkt ist, hast du die Arschkarte. Wenn du nicht feststellen kannst, woher die Sonne tatsächlich kommt. Aber so diese Survival Freaks finde ich richtig geil. Oder interessant. Die können dir anhand des Baumstamms sagen, wo Norden und Süden ist. Und wo es Moos ist, ist es kalt. Beziehungsweise feucht. Eher schattig. Wo dann die Nordseite sein. Und dann sagen die dir wirklich im Wald, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist. Haben wir am besten noch eine Büroklamotte, legen sie dann auf irgendeine Platte in der Pfütze, sagen die dir dann die Ausrichtung, die Koordinaten, am besten auch noch, wo du bist. Nee, ich glaube, das geht so weit. Das können sie dann doch nicht mehr so ohne weiteres bestimmen. Da zücken sie dann auch den GPS-Marker. So, es piept. Keine Angst, nicht nur du hörst es. Es ist auch in meinem Kopf. Und es kommt aus der Lokomotive. Guten Tag, der Kollege. Auch wieder ein kleiner Haubenwagen dran. Ein ganzer Zug. Ja, in 6 Kilometern auf 60. So schaut die Zielvorgabe aus. So, 85. Ja, Hintergrund an der Stelle ist, ich lasse den Zug jetzt mehr oder weniger ausrollen. Einerseits brauchen wir dann nicht so viel Leistung. Und also bei ca. 2 Kilometern können wir dann auch langsam mal mit der E-Bremse reinbremsen. Aber der Zug hat gerade der fährt nicht direkt im Blockabstand zu uns. Da ist noch Platz dazwischen. Den bremsen wir auch noch nicht aus. Aber den Kollegen, den blinden gerade blind. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Ich wollte mir einen leichten Verlichthobel entgegenwirken. Aber na gut, jetzt hat er eine kostenlose Augenlaserung bekommen. Manchmal muss man dafür viel Geld bezahlen. Wir müssen nochmal Leistung aufschalten. Das muss nochmal sein, sonst werden wir hier zu langsam. Nochmal kurz, so ungefähr auf 90. Kilowattstunden schon. Meine Güte. Ja, aber es gibt für die Umwelt schlechtere Transportmaßnahmen als die Bahn. Das ist wohl noch eine der mit am umweltfreundlichsten. Wenn nicht sogar die umweltfreundlichste. Die Frage ist natürlich immer, wo kommt der Strom her? Jetzt ist aber wirklich Zeit. Die E-Bremse wird langsam selbst eingekoppelt. Oder alleine. Und da haben wir die erste Kilowattstunde zusammen.
LZB Ende. Wir drücken die LZB PZB Freitaste, quittieren auch das Ende. Und dann müssen wir vor allen Dingen beachten, dass wir beim LZB Austritt das Signal quittieren, insofern eine Quittierung erforderlich ist, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Es könnte jetzt schon... Ne, das Vorsignal hier wird es nicht sein. Aber das Hauptsignal dann. Was wahrscheinlich wieder eine Haupt- und Vorsignal-Verbindung sein wird. Okay, die Bremskurve, Kurve läuft langsam runter. Was geht denn heute nur ab? Heute spinnt echt alles. Systemausfall total, oder wie? Wir halten heute auch ein bisschen den Zugverkehr auf, ne? In unserer sehr, sehr, sehr gemütlichen Fahrweise. Schön entspannt. Die Fahrdienstleitung wird uns gerade hassen dafür. So, gibt's was an dem Signal zu quittieren? Nein. Im Simulator passen wir mal lieber doch auf. Okay. Die 70 darf blinken, das ist kein Problem. B sollte aber angehen. Dankeschön. Auf 60 runter, ne? War angekündigt und dann jetzt hier halt erwarten. Das Signal muss definitiv wieder quittiert werden. BZB Wachsaum. Und dann rein ins Abstellgleis. Wir haben die 40 auch schon unterschritten gleich. Sind also gute Dinge, was die Bremskurve angeht. Wir beachten heute, wir fahren in Zugart M. Zwischenspeichern noch. Und da rollen wir langsam ins Gleis rein. Erste Bremsstellung haben wir schon drin. Weiche ist auch richtig gestellt. Und dann geht der 500 Hertz Leuchtmelder an. Und dann bremsen wir noch einen Ticken stärker. Ja, genau. Bremsen, quietschen, vermeiden, ne? Dorf, Ausweichgleis. Jetzt sind wir also schon auf freie Fahrt gesprungen. Und dann geht die Überholung gleich vonstatten. Ja. Der Zug steht hier erstmal. Bremse wird schön stark angezogen, damit uns der Zug hier nicht wegrollt. Der Kollege wird uns gerade hassen. Wir haben dem jetzt echt viel Verspätung noch eingefahren.
durch unsere langsame Fahrweise. Ja, hier nochmal die 145 mit Zugzählanzeige von drin. /0. Ja, und welche Maschine haben wir? Wir fahren mit der 056-8. Aber sehr schön hier zu bemerken, keine Zugzielanzeige, Zugzielanzeige. Vielleicht können wir auch mal schauen. DB Schenker Rail Deutschland AG. Und hier in dem Fall haben wir dann wahrscheinlich DB... Ah ne, auch. DB Schenker Rail Deutschland. Okay, okay. Ich hätte jetzt hier nicht mit Schenker gerechnet, sondern mit DB Regio. Aber die sind wahrscheinlich an DB Regio geliehen. Service. Land Brandenburg. Ich hab's gerade richtig gesehen. Ganz kurz mal pausieren. Ja, Brandenburg, okay. Bremen Hauptbahnhof. Alles klar. Ja, damit es ein bisschen schneller geht. Bremse lösen. Lokbremse anziehen. Sind hier in der waagerechten. So, der Zug meckert auch nicht, der rollt nicht weg gerade. Super. Fensterchen hoch und dann kann es gleich weitergehen. Ja, ein bisschen Geduld gehört im Güterverkehr immer dazu. Manchmal steht man als Lokführer im Güterverkehr viele Stunden. Immer abhängig davon, was gerade auf der Schiene geschieht. Das ist auch cool. Das EL-Signal hier, ne? Ganz ehrlich, wer fährt mit einer Elektrolok oder... Wie willst du mit einer Elektrolok überhaupt in dieses Gleis reinfahren? Was für eine Lokomotive brauchst du da, damit du hier stehen kannst? Ich meine, hier kannst du ja nicht mal mit einer V60 richtig reinfahren, oder? Bei dem Grenzzeichen? Ganz ehrlich, welches Fahrzeug passt hier hin? Eine Draisine, ja. Aber was anderes? Nee. Das Gleis ist doch eigentlich nur da, um den Flankenschutz zu gewährleisten. Und wenn ich hier gerade die Weiche anschaue, müsste schon grün sein. Ja, ist es auch. Schön. Ja, in diesem Fall Anfahrt mit AFB. Habe ich jetzt an der Stelle hier mal kein Problem, weil, ja, haben sowieso einen Regionalzug vor uns. Ganz wichtig an der Stelle. Die Höchstgeschwindigkeit aktuell von 25 km pro Stunde beachten. Der 500 Hz PZB Leuchtmelder ist noch aktiv. Erst nach dem Erlöschen dieses Leuchtmelders darf über 25 km pro Stunde beschleunigt werden. Das sollte so ziemlich jetzt der Fall sein. Genau. Und das Wechselblinken der PZB stört mich auch noch. Denn das beschränkt uns aktuell noch auf 40, jetzt nicht mehr. Jetzt können wir die 60 ruhig ausfahren. Unser Energieäquivalent
ich sag mal, rund 1400 Kilowattstunden verbraucht und 14 Kilowattstunden zurückgespeist. Naja, manchmal geht's nicht anders. Aber die Anzeige sieht sehr schön aus, wenn du zum Beispiel von Brenner, also von Italien kommst, nach Österreich reinfährst, runter nach Innsbruck, also quasi die Brennerrampe runter, dann ist die gelbe Zahl größer als die blaue Zahl. So, die 60 haben wir auf dem Tacho. Der Zug sollte jetzt aus dem Weichenbereich ausgefahren sein und die LZB sollte jetzt gleich wieder greifen. Wir dürfen dann auf 100 km pro Stunde beschleunigen, nehmen hier die Leistung noch ein Stückchen zurück, gehen auf 100 hoch und beschleunigen wieder. Also roundabout 65 km 70. Nehmen wir doch gerne. Und die 100 werden wieder von der LZB erkannt, beziehungsweise der AFB. Die AFB hat halt hier die Geschwindigkeit auf 100 festgesetzt. Die LZB würde in dem Fall jetzt theoretisch sogar auf 140 noch freigeben, wobei das bei der Zugdateneingabe in der echten Lokomotive ja wirklich nur die 100 sein würden, die wir fahren könnten. Die würde dann da schon abregeln. Aber das ist halt simulationsbedingt jetzt hier nicht anders zu lösen. Beziehungsweise wäre ein bisschen zu umständlich. Und die Lokomotive wäre dann auch nur noch ja, eine wirkliche Expertline. Also auf einem. Das wäre dann nicht mal mehr Expertline, das wäre dann schon Advanced. Wenn man das von RSSLO kennt. Bei der Vectron. Oder bei der ER20. Hercules Eurorun. Ja, nach dem kleinen Ausflug in Barnsdorf heißt der nächste Halt für uns, der nächste geplante Halt, Bremen Hauptbahnhof, in 51 Kilometern. Das sind nochmal gute 40, 50 Minuten Fahrt. Ja, gut 50 mindestens. Bei VMAX 100. Hier sieht man jetzt nochmal wunderbar den Linienzugleiter in der Mitte des Gleises, unsere LZB. Und eine Uhrrad. Auch nochmal als kleiner Hinweis, all diese Kamerapositionen, die wir hier im Transimulator einnehmen, bitte mit keiner echten Kamera einnehmen, das kann zu großen Problemen führen. Nicht nur für dich. Auch für die Bahn und auch vor allen Dingen für dein Leben. Also so einen Unfug machen wir hier nur im Simulator, nicht in der Realität. Das ist einfach das Schöne an dieser Lokomotive. Die Form. Wirklich alles, was aus dieser Trax-Reihe kommt, ist in meinem Herzen sowas von eingewöhnt. Ich mag diese Bauform so sehr. Also Lokomotiven, die ich von der Bauform her am meisten mag, ja, aktuell auf Platz 1 wirklich irgendwo die Trax-Serie. Dann ja, nicht weit davon entfernt
der Baustil der Baureihe 189 mit den schönen Seitenrippen. Die Baureihe 182, 183. Taurus, auch eine wunderbare Form. Was mir persönlich aktuell, das ist aktuell noch der Fall, nicht so sehr zusagt, ist hier 187. Aber da kommt es bei mir persönlich sehr auf das Farbkleid an, was die Lokomotive trägt. Es gibt sehr, sehr schöne Lackierungen. Gerade das DB Verkehrsrot mag ich sehr. Von Railpool die Maschinen gefallen mir optisch auch. Raildocks gefällt mir sehr, das Farbkleid. Was haben wir noch wieder? Eine 187er. Wobei das sind so die EVOs, die Lokomotiven meiner Ansicht nach in der schönsten Lackierung bemalt haben. Die MRCE 187 gefällt mir nicht so gut. Das liegt aber einfach an diesem Schwarz, ich weiß auch nicht. Die Lokomotive in Schwarz sind so, ja, extrem schlicht, sag ich mal. Wobei MRCE Dispolok ja wirklich teilweise sehr kuriose Lackierungen hat. Wir haben ja eigentlich alles durchgemixt. Mal von farbenfroh über Pechschwarz bis hin zu Regenbogenfarben. Da ist wirklich alles vertreten. Den ganzen Tag runter. Das gehört aber mit dazu. Das ist Sommer. Eigentlich perfektes Freibad, Leute. Ich glaube, nach der Folge nehme ich auch die Badehose in die Hand und ins Handtuch und dann ab ins Freibad. Also heute ist es wirklich nicht auszuhalten. An dem Tag, wo du das Video siehst, wird es nicht so warm sein. Aber kurz zur Information. Heute sind es bei mir wirklich um die 39, 40 Grad. Wie war oder was ist die höchste Temperatur, die bei dir im Ort erreicht wurde, beziehungsweise welche du in den letzten Wochen zu spüren bekommen hast? Also jetzt mal bitte bezogen auf die Sommerphase. Wer das Video jetzt im Winter, Herbst oder Frühling sehen sollte, da kann er sehr gerne auch drunter schreiben, aber mich würde mal die Sommertemperatur interessieren. Kämpfst du genauso wie ich am Limit hier bei 40 Grad? Oder wie schaut's bei dir aus? Ich meine, ich habe hier auch noch eine Klimaanlage im Raum, aber wenn ich die einschalte, dann verstehst du mich gar nicht mehr. Da ist die Lokomotive hier im Simulator gar nichts dagegen. Und so ganz kostengünstig ist es auch nicht, die Klimaanlage einzuschalten. Denn das ist dann wirklich vom Energieverbrauch her schlimmer als der PC. Das frisst wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Geld auf. Deswegen. Solange es irgendwie erträglich ist, die Hitze genießen. Die Hitze genießen, kann ich dann sagen. Wie das auch der Vogel aushält. Oh, der hat schönen Fahrtwind als Abkühlung. Okay, Vogel wieder weg. Geplatzt, kam der Jäger. Puff und weg war. Nee, liegt daran, dass der Train Simulator bestimmte Objekte nur in einer
geregelten Distanz einblendet. Darüber hinaus wird es ausgeblendet. Ist auch soweit vernünftig. Was ist denn das da drüben eigentlich? Irgendeine Art Siloanlage. Oder ist es ein Stall? Das sieht extrem komisch aus. Ja, das ist ein Funkenmast. Ganz klar. Ja, der Kollege zischt an uns vorbei. Wir heben noch mal ganz kurz das Pfötchen zum Winken, so wie sich das bei der Bahn gehört. Da grüßen eigentlich auch fast alle Triebfahrzeugführer ihre Kollegen, unabhängig davon, ob sie im eigenen Unternehmen anzutreffen sind oder bei einem anderen EVU. Das ist auch so eine Sache. Als Lokführer ist man ja nicht die ganze Zeit nur bei einem Eisenbahnverkehrsunternehmen beschäftigt, jedenfalls. Im Berufsleben der meisten Lokführer ist das so, dass da mal gewechselt wird. Ob das jetzt, ich sag mal, DB intern ist, zwischen Personenverkehr zu Güterverkehr oder zum Fernverkehr, zur Regio, was es dann hier alles jetzt noch für Spezifizierungen gibt. Oder ob das privates EVU ist, sprich, dass man zu einem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen wechselt, was eben nicht der Deutschen Bahn angehört oder einer der Tochterunternehmen. Lass es Abellio sein, lass es Railpool sein, lass es MRC Edix-Produkt sein, lass es Raildock sein, lass es. Ja, da gibt's viele. Unzählig. Wobei MRC jetzt auch nicht wirklich Lokführer in dem Sinne anstellt. Sind eher wenige. Das ist jetzt nicht das Eisenbahnverkehrsunternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Lokomotiven Lokführer anzustellen, sondern wir sind ja mehr für Lokomotive Leasing bekannt. Also das Vermieten von Lokomotiven an andere Unternehmen, quasi ohne selbst die Ware in dem Sinn hin und her zu schieben. Wir werden auch gleich aus der LZB-Überwachung gelöst. Da müsste dann der Abschnitt kommen, wo es gleich wieder heftig wechselt. Zwischen PZB, LZB und PZB. Das schwankt dann immer schön hin. Alle Ampeln auf Grün. Das können die Lokführer immer gar nicht hören. Ampeln. Meine Güte, das sind Signale. Ampel finden auf der Straße. Wobei die da eigentlich nicht mehr so heißt, sondern ich glaube Lichtzeichenanlage. Ganz kurz mal die Zeit eingefroren, um den Güterzug nochmal als Passagier am Bahnhof zu erleben. Na, aus dem Bild. Dankeschön. Basum. Und funktioniert die Uhr? Jo! Der Zeiger bewegt sich zumindest.
zugegeben. Die Zeit hier ist nicht so ganz aktuell. 2016 ist schon ein bisschen her. Und ich glaube, auch am 14.10. war es nicht allzu warm, wie das gerade der Fall ist. Da war es, glaube ich, einen Ticken kälter, aber nur einen ganz kleinen Ticken. Kilometer bis Bremer Bahnhof. Fahrzeit circa eine halbe Stunde. Und genau deswegen gehen wir mal rüber zum Kühen. Schnell meine Milch abfüllen. Nee, darf man nicht. Selbst bei 30, 40 Grad sind die Viecher noch eingefroren. Ja, die kommen gerade frisch aus dem Tiefkühlregal. Die stehen noch nicht lange. Oh. Leute, ihr müsst diesen scheiß Strich wahrnehmen. Sonst landet ihr nicht im Zug, sondern vor dem Zug. Aber was mich gewundert hat, dass hier so viele Personen standen. Das war doch so ein kleiner Haltepunkt. Die Regionalbahn ist doch jetzt schon durch, oder? War das eigentlich ein Regionalexpress oder eine Regionalbahn, die vor uns fährt? Von der bekommen wir auch gar nichts mit, fällt mir auf. Ja, wir haben ja immerhin für schön viel Fahrzeitverzögerungen gesorgt. Da kommt erstmal kurz ein Güterzug. Den möchte ich grüßen. Hallihallo. Und noch eine schöne Dame im Führerstand. Wird ja immer besser, wenn ihr das fährt. Ich weiß schon, jetzt habe ich hier wieder von der Dame gesprochen, dann sind die meisten wieder wach. Hellaktiv und zuhörig. Ja, was wollten wir machen? Ganz kurz nach vorne gucken, genau, alles grün. Dann wollten wir nachschauen, was hier vorne abgeht. Wo die Regionalbahn ist oder der Regionalexpress. Es ist ein Regionalexpress, ja. Bitte, lieber Regionalexpress, halt endlich mal irgendwo an. Osnabrück müsste hier vorne kommen bald, ne? Nee, Kirchweih erstmal. Nee, durch Osnabrück. Da sind wir abgefahren, oder? Boah, wo sind wir denn heute eigentlich lang? Ich glaube, hier ging es los irgendwo. Müsste, ja. Ich glaube, von Osnabrück sind wir losgefahren. Richtung Bremen. Also, klar, Richtung Bremen fahren wir jetzt noch. Aber ich dachte, wir sind in Osnabrück losgefahren. Dafür, dass die Strecke so immens lang ist, kommt uns auch heute wirklich sehr viel Gegenverkehr entgegen. Ich mag das immer, wenn die Strecke so voll ist. Man sieht immer andere Züge, unterschiedliche Konstellationen. Der Blick wird vor allem auch irgendwo anders hingelegt. Klar, bei manchen auch in den Führerstand, wenn da eine schöne Lokführerin drin sitzt. Ich rede jetzt eigentlich eher von der Lokomotive oder dem Zug selbst.
das Fenster nochmal auf. Das geht so nicht. Zack, das eine. Und zack. Das andere. Na gut. Ist zwar gegen die Regel. Aber. Heute ist es gestattet. Wir fahren mit offenen Türen. Ja, die Devise lautet dann vor allen Dingen nur, nicht rausfallen. Oh, schön, ein paar Sonnenblumen. Wir sind jetzt sehr, sehr, sehr weit verbreitet hier. Also ein paar Sonnenblumen war doch dann ein bisschen Untertreibung. Meine Güte, gib mal eine Schätzung ab. Wie viele sind das wohl? Ich tippe auf eine Million. Eine Million Sonnenblumen, sag ich. Mit offenen Türen über die Schiene. Oh. Immer wieder. Immer wieder. Zentimeter sind das? 20? Wenn überhaupt. Ja gut, so ein Backstein hat schon seine 20, nicht Backstein, so ein Gehwegstein, Pflasterstein hat schon so 20 in der Hälfte. Ja, 60 Zentimeter. Ist definitiv nicht genug. Wenn man bedenkt, dass hier Züge mit bis zu 200 km/h entlang feuern können. Da bist du aber näher dran, als du sein möchtest. Perspektive drunter. Zu sehen. Ja, ganz viele alte Gleise außer Betrieb genommen und schöne Kesselwagen. Nako. In Maschen beheimatet. Altenburg, KVG, ja. Ja, und am Ziel 000. Also halt erwarten. Eieiei, was sehe ich da? Ja, am Bahnsteig vielleicht auch ein verliebtes Ehepaar, aber ich sehe eine Hamsterbacke. 2442. Ohne Lokführer. Ja. Autonomes Fahren.
Jetzt auch auf der Schiene. Wobei, das gibt's ja schon, aber für die U-Bahn. Wobei auch da eine Person zur Kontrolle, glaube ich, drin sitzt. Aber die macht nur Logi-Logi, soweit ich weiß. Die starrt nur nach vorne raus. Und greift, ich glaube, nur im Notfall ein. Ja, der voraussichtliche Halt entfällt dann doch. 140 werden angestrebt. Für uns 100. Mit den 14 Kilometern sind wir bereits da. Es dauert also nicht mehr lang. Und ich glaube auch, es dauert nicht mehr lang, bis LZB Ende aufleuchtet. Und wir ein bisschen gequält werden. Was die einstige Entspannung angeht. Vorne kommen schon die ersten Langsamfahrtafeln, aber ich gehe auch davon aus, dass die für uns unrelevant sein werden. Der Geschwindigkeitswert wird über unsere Höchstgeschwindigkeit liegen oder mit unserer Höchstgeschwindigkeit übereinstimmen. In dem Fall 140. An der Signaltafel habe ich mit dem Zug kein Interesse. Aber an dem LZB-Ende leuchten wir, da habe ich ein tief verwurzeltes Interesse. Nämlich, wenn wir das nicht quittieren, dann haben wir ein Problem. Achso, ist nur LZB-Ende, genau. So, 0-0, halt erwarten. In ja, ca. 3500 Metern. Wir haben ein B als Richtungsanzeiger. So, jetzt muss ich wieder wach werden. Weg da, Dankeschön. Noch ein B. Genau, und dann kommt hier, ich glaube, die Grenze nach, also ins Bundesland Bremen. Es geht hier einher mit der Brücke. Auch hier müsste gleich der LZB-Austritt erfolgen. Jo, LZB-Bereichstafel. Nein, weg mit der AB. Weg damit. Nein, kann nicht wahr sein. Das finde ich halt auch immer so ein bisschen doof. Die AB geht dann direkt runter auf 0, bleibt da auch. Aktiviert sich nicht von selbst. Die Signale haben keine Einschränkung vorgegeben. Aber wir sollten darauf achten, wenn jetzt gleich vor Signal kommen, die langsame Fahrt anzeigen, dass wir eben schnellstmöglichst runterbremsen. Im Worst Case Fall natürlich auch Halt. Guten Tag. So, jetzt sind wir mal so frei, machen zumindest die Türen zu. Ich meine, ich habe ja gerne Gäste hier im Führerstand, aber eigentlich immer nur dich. Keinen von den Zivilisten hier am Bahnsteig. Ja, in Bremen Hauptbahnhof ist ja dann auf dem Bahnhofsgleis die Übergabe. Und damit der Kollege nochmal so richtig schwitzen darf, machen wir auch die Scheiben hoch.
Nee, aber für den drehen wir die Klimaanlage an. Bis die Eiszapfen aus dem Führerschirm wachsen. Die schlingert gerade ein bisschen. Ich glaube, es liegt am Gleis. Und wir dürfen auf Halt runterbremsen. Herzlichen Glückwunsch. Unser erstes richtiges Bremsmanöver. Dann testen wir mal die Bremseigenschaften des Zuges aus. Oh ja, und dran denken, ne? Das Quietschen bitte vermeiden. Keine Ahnung, wie das machbar sein soll. Ist es auch nicht. Freie Fahrt wieder. Dann heißt es wieder, gib Gummi. Oder gib Elektro, müsste es ja eigentlich heißen. Ne? Wobei, nee, das Gummi bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Räder beim Auto. Also gib Eisen. Gib Eisen. Damit kann ich auch was anfangen mit dem Eisen. Zum Schrotthändler. Ganz klar. Signalrezept, freie Fahrt. Im Gegengleis finden wir auch schon wieder die schönen neuen KS-Signale. Das schaut schon mal gut aus. Bis Bremen Hauptbahnhof, noch 5 Kilometer, ein Katzensprung. Oh ja. Speichern nicht vergessen. Das Vorsignal ist wieder auf grün. Sehr schön. Ich glaube, hier werden die Blockabstände wieder kleiner. Da kann die Zugdichte vergrößert werden. Hier vorne wieder ein grünes Lämpchen für uns. So darf das sein. Schönes Unterführungsbauwerk. Oder in dem Fall Überführungsbauwerk. Und dann hätten wir da vorne ein gelbes Lämpchen. Nein, ein blinkendes Lämpchen. Das ist genauso ungut. Denn es zwingt uns höchstwahrscheinlich zu langsamerer Fahrweise. Genau, 40. Leistung nehmen wir selbstverständlich hier schon raus. Der Zug darf rollen. Wir klinken zuerst einmal die E-Bremse ein. Wir fahren hier nicht auf ein HP0 zeigendes Signal zu, deswegen ist das reine Abbremsen nur mit der E-Bremse auch erlaubt. Es sollte hier ja, ein gelbes Lämpchen leuchten und wir auf HP0 zufahren, dann sind wir dazu gezwungen, auch die Luftdruckbremse in irgendeiner Art und Weise mitzunutzen. Reicht hier wirklich die Bremskraft der E-Bremse. Luftdruckbremse schnappe ich mir auch noch mal mit dazu. Oh, hier ist ein GPA. Ah, schnell runterbremsen. Na, der GPA war wahrscheinlich gnädig. Oder er ist ausgelegt. Er würde wahrscheinlich. Der wird ausgelegt sein für die Höchstgeschwindigkeit hier auf der Strecke. Die 60 müssen auch quittiert werden. Genau, Zugbeeinflussung. 130 stehen hier nochmal. Dann 40 am Vorsignal Wiederholer. Wir sind so frei, wir sind im Raum Bremen und quittieren es deshalb trotzdem nochmal. Denn hier gibt es einige Vorsignal Wiederholer, die ebenfalls mit einem Gleismagneten vermint sind. Die 40 hier oben gelten für uns. AFB runtergestellt auf 40.
und dann gib ihm. Ja, das war's dann auch schon. Ankunft in Bremen Hauptbahnhof. Der Lokwechsel erfolgt hier, oder nicht der Lokwechsel, für uns der Zugwechsel, denn wir steigen in den Zug nach Hause, haben hier Dienstende, übergeben diesen Zug an einen anderen Kollegen, der den Zug weiterfahren wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, für den Fahrspaß, den ich heute mit dir hatte, und wenn du dir weiterhin ein paar schöne Folgen auf dem YouTube-Kanal Think New Fly New anschauen möchtest, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal noch zu abonnieren, denn jeden dritten Tag um 14 Uhr gibt es ein neues Video und ich würde mich auch freuen, dich in 3 Tagen um 14 Uhr wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ja, dein Think New Fly New. Wir halten noch an. Das Signal zeigt Halt am Halten. Jo. Am Hamster vorbei. Wachsam, wachsam. Genau, vom Gleissperrsignal. Ist dann Schluss. Jo, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Dein Think New Fly New.